Ich habe hier ein Loch. Wie komme ich denn hier zu einem Loch? Na, okay, Moment, das haben wir gleich. Ein Loch darf natürlich in meiner Struktur nicht sein. Ein Loch ist ja tödlich. Nicht ausdenken, was da noch sich noch alles einnisten könnte. So, du kommst jetzt mal her. Zack. Du, mein gutes Blöcklein. Wirst mir jetzt helfen, hier zurechtzukommen. Und zwar, wenn wir jetzt das Loch suchen. Wo ist es? Da vorne ist es. Liebes Zaratak, bitte. Lass mich dieses Loch finden. Oder muss ich von vorne hin? Kann ich natürlich auch sein. Dass wir sagen, hey, geh mal da weg. Ah, ja, wirklich. Da ist wirklich ein Loch drin. Okay, Moment, das haben wir gleich. Das Seitenteil fliegt noch weg. Jetzt da. Hier noch. Ne, das habe ich aber immer noch nicht zugemacht, oder? Das Loch ist immer noch enthalten. Ach, komm schon. So eine geniale Konstruktion, dass da einfach ein Loch drin. Na, du sollst den da hinten nehmen. Dankeschön. Jetzt, da sind wir dicht. Jetzt sollte uns nichts mehr so schnell hochlupfen können, oder? Na, nope, jetzt passt wieder. Jetzt sind wir wieder im Reinen mit allem. Und, na, kommst du her? Wir können hinten unser anderes Zeug noch vollends abbauen. Und danach noch ein bisschen auf Jagd gehen, würde ich doch mal behaupten. Und Feuer frei! Definitiv zu wenig Seitenwaffen. Na, kommst du her, kommst du her? Dankeschön. Und mitnehmen, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Titanium. Können wir bestimmt wieder Platten herstellen, die wir auch gleich verbauen können. Wir haben genug. Also, rein theoretisch müsste das auch noch mitnehmbar sein. Na, kommst du her? Gehst du drauf? Dankeschön. Auch wenn nichts drin war, Hauptsache, ich habe die Genugtuung, dass ich ihn kaputt gemacht habe. So, meine liebe Basis, wo bist denn du? Du bist da hinten und ich habe ganz rechts noch meine Basis. Ich habe Basen, von denen ich gar nichts mehr weiß. Man sieht, es ist schon ziemlich lange her, dass ich gespielt habe. Also richtig gespielt. Na, kommst du her? Ich will einfach nur dahin. Einfach nur dahin. Hubele. So. Jetzt bitte. Nimm mir alles weg. Nimm mir alles weg, was ich besitze. Wunderbar, Dankeschön. Nein, damit sollten wir schon mehr als genug anfangen können. Und die Fabrik müssen wir eigentlich auch ein bisschen ausweiten, eigentlich. Wenn wir mal jetzt ganz ehrlich sehen. Na, und zack, Dankeschön. Aber es braucht einfach. Es braucht, bis man mal komplett durch ist. Ich müsste eigentlich mehr Ingots und alles machen, aber ganz ehrlich. Bevor ich dieses alles komplett umgestellt habe für Ingot-Produktion, weißt du geil was, hau ich einfach nur irgendwelche Klötze rein. Operation, das wird schon. Also, funktioniert eigentlich gerade alle. Ach, deswegen. Da gab es Verstopfung. Ich dachte mir schon, eigentlich könnten die noch wesentlich mehr produzieren, aber so ist okay. So habe ich absolut nichts gesagt. Und wir können sogar noch weitermachen. Können sogar noch weitermachen. Es bildet sich immer nie mein Batteriestand da unten, aber das macht nichts. Das macht jetzt einfach mal gar nichts aus. Wir können so in der Gegend rumfahren. Und ich bin mehr als zufrieden. Wir kommen auch hier hin. Und hier ist ein Gegner, hatte ich noch auch. Du schaust mir doch gar interessanter Natur aus. Wenn ich gerade überhaupt nicht verteidigen kannst, habe ich überhaupt nichts dagegen. Dann brechen wir einfach so durch deinen Kern durch. Weil das doch nur einen einzigen Schuss auf uns abfallen könntest. Die Frage ist, ob wir ihn dann auch bekommen. Na, kommst du her? Und definitiv mehr Waffensysteme. Oh, aber. Wir haben sogar was bekommen. Okay, er war ein richtiger Gegner. Kein falscher Gegner, sondern ein richtiger Gegner. Und ich möchte doch hier unten überall Kanonen haben.
Pass auf, bauen die überall unten Kanonen hin. Und oben drüber kommen dann die ganzen normalen Waffensysteme hin. Panzerung und was muss man schon alles brauchen. Können wir die mittig hinstellen? Oh, jetzt ist es schön. Der Optik wegen das Ganze nach in die Mitte versetzen. Aha. Unser Ziel im Spiel ist es ja, reich zu werden. Den ganzen Planeten zu besitzen und auch, ja, wie ihr wollt, Flugzeuge und dergleichen zu bauen. Kommt alles noch dran. Ich sag, ich könnte das alles eigentlich mitnehmen, aber... Ach Gott, komm. Wobei, soll ich es machen? Ich glaube, jeder von denen belegt einen Platz, oder? Die großen kann ich schon gar nicht mehr mitnehmen. Naja, komm. Das rentiert sich nicht. Bevor ich da hin und her fahre, suche ich mir lieber neue Bauteile. Solle. Du bist der Nächste. Jetzt weiß er die Nächsten. Ach, das ist sogar eine Station. Ach, Hallöchen, aber auch. Hab ich gar nicht gesehen. Du hinten bist mir jetzt gerade vollkommen egal. Hallöchen, eine feindliche Basis. Die wird doch gleich auseinandergenommen. Oh, cool. Mitgenommen. Neuer Fabrikator. Neue Bauteile. Oh, genial. Mitnehmen. Alles mitnehmen. Habe ich doch glatt ein paar neue Sachen bekommen. Haha. Hallo, könntest du vielleicht sterben? Das wäre ganz lieb und nett von dir. Wunderbar. Congratulations, Dyson Max. Can your future current max model upgrade? Is lots of new ones discovered, but you won't get MXP. Isn't the wert more missions? Ah, okay. Das heißt, Maximum GSU-Level. Sag ich nicht nein dazu. Das Schönste ist natürlich, wir haben noch ein paar Sachen dazu bekommen. Was bist du denn? Eine Stufe 3 Fabrik. Gott, da können wir so da richtig fetten Sachen machen. Ja Gott, weg damit. Das heißt, wir müssen hauptsächlich nur noch Geld machen. Brauchen wir sonst noch irgendwas hier? Nein, nichts mehr. Ja, okay. Fabrik der Stufe 3. Huiuiuiui. Das heißt, das wäre wieder was, wo wir sagen könnten, wir hängen uns ein bisschen rein. Und schauen, ob wir was finden können. Kann sicher ein bisschen mehr Geld machen. Oder wir bauen uns einen zusammen, der macht uns Geld. Das könnte ja auch gut sein. Wir schauen jetzt erstmal. Wir haben ein riesiges Pad zum Storen da. Vielleicht können wir auch das irgendwie hier einbauen. Das wird uns absichtlich etwas größer gestalten. Aber ich finde es eigentlich gerade so schön kompakt. Jetzt gucken wir erstmal. Gehen wir mal zurück. Und auch diese Basis hier muss ja irgendwie befestigt und verbaut werden noch. Dankeschön. So, popeln wir alles raus, was wir so unter uns haben. Dankeschön. Sie sind nämlich die Nummer 3 Fabrik. Bauen wir es einfach mal hier hin. Ich sehe nichts da drin. Ah, verdammt. Okay, dann aber, was bist du denn hier noch? Ein Schaber. Ich glaube, der zerlegt die Sachen wieder, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe noch nie einen Schaber davor gesehen. Dann haben wir noch ein Empfängerpad, ein richtig großes sogar. Das heißt, dich verkaufen wir mal. Und bauen dich hier an. Mhm, kann mehr aufnehmen. Und du bist ein Silo. Dich müssen wir auch gut hier schützen. Und zwar richtig gut sogar. Silo kommt dahin. Der Schaber kommt dahin, die Fabrik kommt dahin. Ne, soweit sind wir gut. Vielleicht gedacht, wir hätten auch was Größeres, aber das sind ja wirklich flache Traktor-Pads. Okay. Die Frage ist ernsthaft, wie will ich weiter vorgehen? Was möchte ich jetzt zuerst machen? Der Kollege ist gerade beim Aufnehmen. Denn der gute Ex hat nachgefragt, wir werden mit ihm wieder ein Ründchen zocken. Aber davor werden wir vielleicht noch etwas... Rein oder nicht? Das ist gerade ernsthaft die Frage, wie ich es jetzt aufbauen möchte. Auf jeden Fall, du hier bist hier nicht in Sicherheit. Du musst hier hingebaut werden. Besser. Das Zeug kann einfach so verkauft werden. Warum nicht? Sind die Puffer zumindest auch mal etwas freier? Jetzt heißt eigentlich gerade Geld verdienen und Basis aufbauen. Naja, es sollte jetzt eigentlich relativ schnell gehen.
Du denkst daran, ein bisschen offline zu machen. Ich glaube, ihr müsst nicht mitsehen, wie ich hier 5000 Quadrathektar kilometerweise das Zeug hier abernte. Aber ich bin so froh, dass ich jetzt nicht mehr so schnell bin. Aber man kann mich immer noch umschubsen. Das ist etwas, was ich etwas verstörend finde, sagen wir es mal so. So, einmal rückwärts hinparken. So. Oh mein Gott. Es geht ab, es geht ab. Was wir noch machen, können wir mal in die Richtung nach hinten mal fahren. Da ein paar Ressourcen rausklauen. Warum eigentlich nicht? Das Pad ist voll genug. Damit kann die Kanone ordentlich schießen. Vielleicht müssen wir auch noch eine zweite Kanone hinbauen. Das wäre auch noch was, wo überlegenswert wäre. So, wegrotzen, wegrotzen. Alles wegrotzen, alles weg mit dir. Ernsthaft? Der kleine Stein ist im Weg. Das kann ja kaum sein. Bin ich echt zu weit nach oben? Ja, der Traktor, der kriegt nicht alles auf Anhieb mit. So, vielen lieben Dank. Jetzt haben wir ein bisschen was unten im Unterboden drin. Das macht aber auch nichts. Kann uns ja nur helfen. Ich frage jetzt, wo ist der andere eigentlich? Weil noch sehe ich hier gar keinen. Überhaupt keinen. Das soll eigentlich hier ein Gegner sein. Was wir machen, könnten wir vielleicht noch... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Steine sind mächtiger als mein Gefährt. Irgendwie bin ich damit jetzt gerade nicht so richtig zufrieden. Ach, da hinten kurft er rum. Jetzt habe ich mal gesehen. Kann ruhig machen, das ist ein kleiner. Der macht mir relativ wenig bis gar nichts. Na komm, mal bergab ernten. Da ist nichts zu finden. Da ist was zu finden, aber... Ach, jetzt möchte sie sich mit mir anlegen. Ja, natürlich. Die Jugend von heute hat doch keine Ahnung mehr. Naja, bleibt nur hinten. Ist schon gut, ist schon gut. Ist schon gut. Währenddessen kümmere ich mich hier um ein paar wichtigere Sachen. Und zwar die Ressourcen. Nein, ich werde nicht umfallen. Das garantiert nicht umfallen. Sag mal, muss ich jetzt vorne eine Schaufel noch hinbauen oder was? Damit nichts nach unten geht. Aber dann ist hier eigentlich der Sinn und Zweck des Ganzen wieder weg. Ich wollte ja extra... Nein, 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 nein. Dankeschön. Extra Freiraum haben, damit wir überhaupt durch die Gegend fahren können. Kann ich wieder auf normal? Benimmst du dich jetzt? Benimmst du dich jetzt? Kurz vorm Ende wirst du dich auch noch benehmen? Ich fordere, dass du dich benimmst! Oh. Vielleicht müssen wir mal ein bisschen in die Richtung bauen. Und jetzt da. Okay, gut, besser. Wesentlich besser sogar. Ach so, er macht nur gerade die Animation nicht mehr. Ja, okay, gut, er ist gerade mehr als überversorgt. Er macht aber immer nur eins gleichzeitig, nicht alles. Okay. Das ist auch mal schön zu sehen. Aber ich finde es doof, dass die Animation nicht funktioniert. Wir produzieren jede Menge Materialien und irgendwie... Okay, er macht auf jeden Fall auch Scheinwerfer. Auch nicht schlecht. Das sieht doch wunderschön aus. Okay, Platten. Wir haben jetzt Geld. Heißt, wir können uns jetzt noch ein paar Platten kaufen. Ich glaube, das mache ich noch. So, zum kleinen Abschluss machen wir jetzt noch einen Plattenkauf oder so noch. Ja, kämpfen brauchen wir gerade überhaupt nicht. Kämpfen ist gerade kontraproduktiv. Ich möchte lieber ein bisschen was bauen. Ich weiß, der Tag ist über Kämpfen und Abbauen und alles momentan. Aber Bauen ist ein wichtiger Aspekt des ganzen Spiels. Ich habe mir jetzt wirklich überlegt, wie schaffe ich es hier eine Basis aufzubauen. Ich glaube, ich mache das wirklich mit einer Hochleistung, mit den Masten. Beziehungsweise, wir haben ja Räder. Ich muss mal gucken, ob ich so eine Rampe bauen kann. Also pseudomäßig was in den Boden reinverlegen, aber da ist immer das Problem. Der Boden ist nicht eben genug für das Ganze. Ah, und da hinten steigen sich schon wieder welche. Auch nicht schlecht. So, weg damit. So, alles mal despawnen hier. Die Waffe kann hier bleiben. Da sage ich nichts dagegen, aber der Rest kann ruhig despawnen. Wenn der Kampf gerade eh keinen Sinn macht, was sollen wir damit anfangen? Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist die Welt noch mehr erkunden. Und da bietet es sich dann wirklich an, wenn wir uns ein Fluggerät zulegen. War nicht hier irgendwo noch ein Verkaufsterminal?
Ah, da ist es, dankeschön. Genau das, was der Arzt gebraucht hat. Blöcke. Haben wir irgendwas? Ah, genau, warte mal. Wir haben doch Geokorps. Ein Flutlicht. Wie groß ist denn das Flutlicht? Das möchte ich jetzt mal anschauen. Es sieht zumindest putzig aus. Das Flutlicht können wir mal hier hinbauen. Aber wir bauen noch einen Block, um das Ganze hier vorne zuzumachen. Baue ich mal hier rüber hin. Gibt es hier noch so einen Adventure Cube. Die Rückseite braucht auch noch eine kleine Beleuchtung. Das ist natürlich unsere Panzerstücke. Machen wir eine kleine Sturmlampe hinten hin. Und wenn wir eine Sturmlampe haben, können wir dann die großen... Ja, dann können wir... Ah, nein, 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 nein. Du kommst schön hier hinten hin. Dankeschön. Können wir zwei große Platten noch hinbauen. Zwei große und vier kleine brauchen wir. Sichtschutz brauchen wir nicht. Halbblöcke. Ernsthaft? Obwohl ich sie gebaut habe, muss ich jetzt noch trotzdem noch suchen? Puh, okay, dann muss ich mit dem Flugzeug vielleicht doch etwas früher sein als gedacht. Linksscheinwerfer. Ah, da, die haben wir zumindest. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Was waren das andere dann? Kleine Panzerplatte? Eine richtige Panzerplatte ist es dann wahrscheinlich. Oh, die ist einfach zweimal drin, die mit Schlitz. Die ist zweimal in der Liste drin. So, Halbclub, die müssen wir auf jeden Fall finden, für mein Vorhaben mit den Leitungen unterhalb. Raffinerie haben wir. Okay, Silo, kleiner Slot, Empfänger. Der Generator, Fixanker, alles gut. Kleine Panzerplatte bietet Verteidigung gegen Feinde. Ist jetzt auch zweimal drin. Hier ist auch kleine Panzerplatte. Ein 100er. Yep, da sind ein paar Sachen wirklich doppelt drin. Okay, auch nicht schlecht. Die große müssten wir aber auch irgendwo freigespielt haben. Röhrenlampen haben wir, hier haben wir was. Traktorfeld, Flügel, Radnabe. Dieses Block ist nicht verfügbar. Langer Halbclub. Filter vom Fließband. Wir können Filtersysteme machen. Ich glaube, ich habe was gefunden. Da geht's statt. Okay, Moment. Das muss ich mir mal ganz kurz aufschreiben. Es gibt GSO Filter. Fließband. Oh, das ist ja geil. Ich mag gespannt, wo wir das finden. Dreierblock ist klar. Viererblock Silo für vier kleine Stabe. GSO Empfänger, Wireless Ladegerät auch gut. Fabrik Nummer 3. Alles gut soweit. Beziehungsweise, ich kann es mir doch bestimmt auch herstellen. Ich muss ja einmal nur das Rezept dafür haben. Corner? Ein Glück. Dass ich mir das Zeug ausgedruckt habe. Panzerplatten, große, können wir auch machen. Das heißt, ich brauche bloß die Materialien dafür. Ein Silo können wir schon kaufen. Turbine, GSO Propeller. Gießerei. Was ist die Gießerei? Moment. Ich habe ja etwas. Ich kann es kurz für euch nachschauen. Gießerei, Gießerei. Gießerei, Gießerei. Gibt echt Sachen. Ich glaube, das Zeug ist auch neu. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe eine englische Sache ausgedruckt. Okay, finde ich nicht auf Anhieb. Macht aber auch nichts. Mobile für Kanone und eine Flash-Lieferkanone. Gibt es zwei Stück, okay. Fabrikator, Stufe 5. Oh Gott, da können wir die richtig großen Sachen machen. Aber na gut. Wir haben noch nicht die lange Platte. Die kriegen wir wahrscheinlich mit Fabrikator 3. Heißt, wir müssen mit kleinen Platten zurechtkommen. Sage ich aber auch nicht nein dazu. Das heißt, 1, 2, 3, 4. Plus vorne haben wir auch noch ein paar Sachen. Das heißt, wir können es erstmal hier durchklicken. 10.000 haben wir, das ist nicht schlecht. Das ist ordentlich viel Geld. So, wir haben auch etwas an Beleuchtung. Panzerplatte hin. Panzerplatte hin. Panzerplatte. Nein. Hier hin. Das ist gefährlich am Traktorpad. Denkt immer, es gehört ihm, aber nein, dir gehört es doch gar nicht. Das sind wir zumindest mal gut bestückt. Yep, da vorne hat man auch noch ein bisschen was hier vorne.
So, wie gesagt, ich könnte hier noch ein paar mehr Lässe bauen, aber möchte ich gerade gar nicht. Ich möchte eher noch ein bisschen mehr in den Schutz reinsetzen von unseren Sachen. Kann ich das noch hier hinsetzen? Zwischendrin eine kleine Grundplatte. Eine haben wir noch. Die setzen wir. Puh, eine einzige ist immer nie gut. Können wir hier was machen? Ja, setzen wir auch hier oben hin. Beziehungsweise, wir haben doch hier, guck mal. Wir haben doch hier unser Hauptfahrzeug, das heißt, das wird durch eine Panzerplatte geschützt. Ey, ist das gut oder ist das gut? Ich würde sagen, das ist gut. Dichtung wieder reinstellen. Und die Frage ist, wie machen wir weiter? Die Frage stelle ich mir aber offline. Immerhin muss ich die Sachen noch durchrennen, damit ihr was zum Anschauen habt. In dem Sinne aber hoffe ich, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Wenn mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. Bis dato, macht es gut und wie immer. Tschüssi. Ja, und Tipps und Tricks immer nur sagen, die kann ich nämlich immer gut gebrauchen.